Willkommen zu meinem Halloween-Special, denn heute reden wir über... Wie? Vor 3 Wochen? Naja, dann reden wir einfach über ein kleines Guilty Pleasure von mir, mit dem ich definitiv aber nicht alleine dastehe. Nämlich Revenge bzw. Rachegeschichten. Jemandem wird etwas Unrechtes angetan, sodass er das Gesetz in die eigene Hand nimmt und sich an den Tätern rächen möchte. Während in Hollywood der Initiator tote Hunde sind, ist es im japanischen Storytelling fast immer Mobbing. In der Schule wird der Protagonist meist auf unmenschlichste Weise gemobbt und nach einem Wandel zieht es seine Mobber zur Rechenschaft. Die daraus resultierenden Geschichten verzweigen sich dabei in alle möglichen Richtungen. Von einer ernsten Auseinandersetzung mit Mobbing zu Fantasy bis hin zu dem trashigsten Splatter-Horror. Und letzteres ist Pumpkin Night. Ihr habt doch bestimmt alle mal solch einen billig-trashigen Horrorfilm gesehen, in dem der Killer aus unerfindlichsten Gründen immer zur perfekten Zeit am perfekten Ort auftaucht, unrealistisch stark ist und beim Töten seiner Opfer das Blut nur so aus allen Fontänen spritzt. Und 1:1, das als Manga-Form ist Pumpkin Night. Und weil es Japan ist, vielleicht sogar noch so ein bisschen drüber. Prämisse ist also wie schon anfangs erwähnt. Das Mädchen Naoko wird von 5 ihrer Mitschülern gemobbt. Diese Mitschüler selbst haben absolut keine Persönlichkeit und sind die im Horrorklischee blassen Täter bzw. nun Opfer, welche einfach nur dazu dienen, um umgebracht zu werden. Daher haben sie auch keine wirklichen Motivationen und die Gründe für Mobbing sind recht vage. Naoko ist halt anders. Naoko trägt halt Ohrringe. Naoko muss halt einfach gemobbt werden. Und trotz kaum emotionaler Bindung zu ihrem Mobbing-Opfer sind die Aktionen an ihr super brutal. Von Haare abschneiden, Haare ausreißen, sowie weiterer stumpfer körperlicher Gewalt. Das ganze klimaxt am Halloween-Abend, als Naoko sich aus Schultradition einen Kürbis auf den Kopf setzt, welcher jedoch im Vorfeld von ihren Mitschülern mit Feuerwerkskörpern präpariert wurde. Nachdem diese zünden, steht Naokos Gesicht in Flammen und ist anschließend durch die Verbrennungen komplett entstellt. In der weiteren Geschichte entpuppt sich dann auch noch, warum das Feuerwerk das kleinste Übel daran war und warum ihr auch daraufhin keiner helfen wollte. Alles natürlich vollkommen super over the top, wie dann auch die Rache selbst. Naoko wird nach dem Vorfall in eine Psychiatrie gesteckt, bricht jedoch jetzt Jahre später aus und mit einem Kürbis auf dem Kopf beginnt sie ihren Rachezug durch die ehemalige Schule. Wie eine Dampflok rennt Naoko bewaffnet mit verschiedenster Gerätschaft ihren Peinigern hinterher und mäht einem nach den anderen um. Hier braucht es nicht viel Storytelling, diese Person ist böse, also muss sie auf die kreativste Weise sterben. Ein Eiskratzer durchs Gesicht, Haken durch die Brüste, Spritzen in die Augen oder lebendig verbrannt werden. Und genau dieser Gore-Aspekt ist, was die Manga ausmacht. Während der Zeichenstil eher unauffällig ist, lebt er regelrecht auf, wenn es um die Präsentation der Tode geht. Denn obwohl unsere Kürbisdame eigentlich nur wenige Sekunden fürs Töten hat, richtet sie natürlich all ihre Opfer wie ein Kunstwerk zurecht. Wie wär's mit einem Blumenstrauß im abgeschlagenen Hals? Das kann man halt einfach absolut nicht ernst nehmen und macht Spaß aus den typischen Gründen, warum man in Horror oder Splatter-Gore schaut. Es ist einfach auf mobile Weise befriedigend, etwas mit Abstand in sicherer Umgebung zu erleben, was einen in der Realität aus der Fassung bringen würde. Der britische Psychologe Lee Chambers meinte dazu mal, wir können etwas konsumieren, das wir im wirklichen Leben nur selten sehen und zwar in einer kontrollierten und sicheren Umgebung, in der wir die Grenzen unserer emotionalen Reaktionen in aller Ruhe testen können. Und genau darin liegt auch der Reiz bei Pumpkin Night. Diese komplett übertriebenen Kills mit ihrem komplett abstrusen Killer lassen einen einfach nicht los und man möchte sehen, was als nächstes passiert. Natürlich ist es absoluter Trash, aber mit noch genügend Hintergrundgeschichte, um ein gewisses Interesse, fast schon Sympathie gegenüber dem Killer aufzubauen, sodass die Geschichte nicht zu einem bloßen, langweiligen Gemetzel verkommt. Aber der Manga leidet unter dem gleichen Problem wie so viele Rachegeschichten auch. Irgendwann wurde die Rache verübt, irgendwann haben alle Täter ihre Strafe erhalten, was meist der Tod ist. Je nach Qualität und Aufmerksamkeit hat der Autor bis dato jedoch eine große Fanbase aufbauen können. Nur allzu verständlich möchte er jetzt nicht einfach die Geschichte beenden, sondern weiter auf dem Erfolg aufbauen. Was halt wirklich nur in den wenigsten Fällen gelingt und in diesem Fall mit Pumpkin Night so absolut gar nicht. Solltet ihr den Manga
wir anfangen, empfehle ich euch aufzuhören, nachdem ein Charakter, der aussieht wie Donald Trump, auftaucht. Denn ab dann wird es einfach nur negativ, trashig, dumm und Augenrollen verursachend. Man erzählt plötzlich von Wiederauferstehungen, es geht in so Kulte, aller noch existierender Realismus wird komplett über Bord geworfen. Und ach ja, natürlich hat die Regierung jetzt auch noch was damit zu tun. Es war am Ende einfach nur eine Qual zu lesen, beziehungsweise ich werde auch nicht mehr weitere Kapitel mehr anschauen, denn beendet ist es immer noch nicht. Für den kurzweiligen Gore-Spaß kann man aber in den Anfang definitiv reinschauen. Und damit Happy Halloween. Oder das wäre mein Abschluss vor 3 Wochen gewesen. Ich habe es leider nicht geschafft, in den letzten 3 Wochen das Video aufzunehmen. Und das wird auch leider so bleiben in der nächsten Zeit. Dennoch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.